Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. Und wir fortsetzen diesmal. Die weitere Analyse des aktiven Prätorenanzugs hat ergeben, dass ich die Verbesserung Ihres Arsenals durch die Bewertung Ihrer Kampfeffizienz beschleunigen kann. Ich habe Ihre Helmanzeige entsprechend erweitert. Die Anlage wird dich nicht in den Turbinenraum lassen, solange die dämonische Bedrohung in der Gießerei nicht beseitigt wurde. Unsere Sicherheitssysteme lassen sich nicht überbrücken. War ja klar. Gestattet. Gasleck versiegelt. Dämonische Bedrohung reduziert um 25%. Yippie!
Ich glaube, wir nehmen den Mini-Raketen. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Kerntemperatur steigt.
Rüstung oder Gesundheit? Munition. Muss man denn hin? Denken Sie dran, der blinde Rat beobachtet Sie. Wie kann der blinde Rat denn beobachten?
weiß gerade nicht, warum ich die ganze Zeit nachladen will, aber ich will die ganze Zeit nachladen. Ah, ja, siehst du, deswegen hatte ich das auch kurz. Kritische Grenze. Thank you.
schon wieder daneben. Ein primärer Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Hättest sie sowieso niemals retten können. Was? Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überwachen. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Manuell heißt mit großem Wumms, oder? Töte 3 Besessene mit einem Explosivfass. Finde 2 Sammlerstücke. Naja. Das war's für die Folge. Das ist gut, ne? Das ist jedes Mal eine halbe Stunde ungefähr. Als ob die das gewusst haben. Entwickler, die gutes Gameplay machen, die wissen das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten bis dahin, arrivederci und schön mit Ö. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.